Fritznet. TV, Internet und Telefonie aus dem Herzen des Erzgebirges. Einfach, schnell, professionell und persönlich vor Ort. Ihr Kabelanschluss kann mehr mit uns ins Netz der Welt. Und das mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Wir bieten einfache Tarifwechsel, problemlose Anbieterwechsel mit attraktiven Umstiegskonditionen und Installationsservice sowie Einrichtungsunterstützung und das alles aus einer Hand. Mit unseren regionalen Ansprechpartnern sind Sie immer bestens beraten. Kommen Sie einfach mal vorbei und überzeugen sich selbst. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder mit den aktuellen Ausflugstipps und Veranstaltungshinweisen aus unserem Sendegebiet. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben, um sich bei Ihrer Freizeitgestaltung nützliche Tipps abzuholen. Nun ja, zuallererst sollten Sie nicht vergessen, Ihre Stiefel zu putzen, sodass am 6. Dezember der Nikolaus auch gewillt ist, Ihnen eine kleine Überraschung in die Schuhe zu packen. Um so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen, benötigt es manchmal einfach nur einen Besuch der zahlreichen Weihnachtsmärkte in unserer Region. In unserem ersten Veranstaltungshinweis beschränkt sich das aber nicht nur auf einen öffentlichen Platz. Nein, vielmehr ist in folgendem ein ganzer Ort ein Weihnachtsmarkt. Denn mehr als 50 Verkaufsstände und zahlreiche Fachgeschäfte laden in der Weihnachtszeit zu einem gemütlichen Bummel ein. Zur 28. Seifener Weihnacht sind Sie ganz herzlich in das Spielzeugdorf eingeladen. Feierlich eröffnet wird diese am 1. Dezember um 10 Uhr mit dem Anton-Günther-Chor auf dem Rathausplatz im Kurort. Vorher erleben Sie eine kleine Bergparade der Berg- und Hüttenknappschaft Seifen und der Kindertrachtengruppe Lebendiges Spielzeug. Diese setzt sich um 9.30 Uhr am Haus des Gastes in Bewegung, läuft bis zum Spielzeugmuseum und endet am Rathausplatz. Im Rahmen der Seifener Weihnacht öffnet der Weihnachtsmann jeden Tag ein Kalendertürchen und dahinter verbergen sich tolle Überraschungen. Speziell am Wochenende fährt er mit dem Rentiermobil und seinem Engel vor. Echt spektakulär. Als bleibende Erinnerung können Sie sich an den Adventswochenenden in der Zinnwerkstatt eine eigene limitierte Zinnmünze herstellen. Genießen Sie weihnachtlich gemütlich anheimelnde Stimmung und besuchen Sie Seifen. Alle Infos, was, wann, wo stattfindet und wo Sie unbedingt vorbeischauen sollten, erfahren Sie auf www.seifen.de und selbstverständlich in der Touristinformation Hauptstraße 73 im Kurort Seifen. Vielerorts werden also am kommenden Wochenende die Ortspyramiden mit einem kräftigen Schieb an in Bewegung gesetzt. Bei Glühwein, Bratwurst, Linsen und zahlreichen anderen Leckereien wird es dann wieder gemütlich und stimmungsvoll in unserem beschaulichen Erzgebirge. Auch die Weihnachtsmärkte der Region öffnen ihre Pforten, um Gäste aus nah und fern zu empfangen und in Weihnachtszauber zu hüllen. Manche laden bis kurz vor Heiligabend zum Verweilen, Bummeln und Staunen ein, wie beispielsweise der Marienberger Weihnachtsmarkt. Dieser wird feierlich eröffnet am 28. November um 18 Uhr. Auch in Olbernhau wird der Weihnachtsmarkt im Rittergut am 1. Dezember traditionell vom Bürgermeister, der Pfefferkuchenfrau, dem Nussknacker und dem Reiterlein eröffnet. Und in Schopau freut man sich, sie am 1. Dezember um 15.30 Uhr zum Pyramidenanschieben auf dem Neumarkt begrüßen zu dürfen. Der Weihnachtsmarkt der MZ-Stadt öffnet dann am 2. Adventswochenende, also vom 7. bis zum 9. Dezember. Ja, und hier hat man sich auch in diesem Jahr wieder etwas Tolles einfallen lassen, nämlich den lebendigen Adventskalender. Der Zöblitzer Weihnachtsmarkt, der findet am 1. Adventswochenende vom 30. November bis 2. Dezember statt. Am Freitag vor dem 1. Advent wird traditionell die Weihnachtspyramide angeschoben und zum diesjährigen Weihnachtsmarkt soll der beste Zöblitzer Plätzelbäcker oder die beste Plätzchenbäckerin gekürt werden. Also ran an die Backzutaten und los geht's.
Nähere Infos zu all den genannten Veranstaltungen finden Sie online unter www.marienberg.de, www.olbornhau.de und www.zschopau.de. Ja, und wer zu Weihnachten etwas bekommen will, muss ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen. Keine Panik, das übernimmt das Ensemble Weltkritik für Sie. Und dieses Ensemble stellt mit ihrem Programm Weihnachten, ein alter Sack bringt's noch, das Weihnachtsfest auf den Prüfstand. Wie kann das Fest optimiert werden? Braucht ein Wichtel den Mindestlohn? Wann geht das Fest der Liebe eigentlich an die Börse? Und kann der Weihnachtsmann nach dem Bescheren nicht gleich wieder was in seinem Sack mitnehmen? Zum Beispiel Tante Gisela. Tja, trotz aller Probleme sagen Sie Ja zu Weihnachten und laden Sie ganz herzlich am 1. Dezember um 20 Uhr in die Baldorf-Villa Marienberg ein. Alle weiteren Infos erhalten Sie auf www.baldorf-villa.de. Das vierte Marienberger Stadtkonzert in diesem Jahr steht unter dem Motto Weihnachten. Wie hat die Advents- und Weihnachtszeit vor 400 Jahren geklungen? Was waren die beliebtesten deutschen Weihnachtslieder dieser Zeit? Ja, das können Sie am Freitag, dem 7. Dezember ab 19.30 Uhr im Ratssaal des Marienberger Rathauses herausfinden. Die Dresdner Vocalgruppe VIP begibt sich in einem fiktiven Weihnachtskonzert auf Entdeckungsreise ins Mitteldeutschland des frühen 17. Jahrhunderts, um genau zu sein ins Jahr 1618. Die Vocalgruppe VIP besteht aus insgesamt 8 jungen Sängern. Alle sind ehemalige Mitglieder des Dresdner Kreuzchores oder des Thomaner Chores Leipzig. Karten für diesen Ohrenschmaus gibt es in der Touristinformation des Marienberger Rathauses. Der Modelleisenbahnclub Flöhertalbahn Pockau lädt Sie ab dem 1. Dezember von 13 bis 17 Uhr ganz herzlich zu einer in der Amtsfischerei Pockau stattfindenden Modellbahnausstellung ein. Präsentiert werden die beiden Clubanlagen, an denen auch in diesem Jahr wieder fleißig gewerkelt wurde. Es gibt viele neue Details zu entdecken. Und für die jüngsten Besucher stehen 2 Spielanlagen bereit, an denen Sie selbst zum Lokführer werden können. An allen Tagen können sich die Kids an einem Suchspiel beteiligen und ein tolles Präsent gewinnen. Ein ständig wechselndes Angebot an gebrauchten Modellbahnartikeln rundet diese Ausstellung natürlich ab. Ja, und wem dann immer noch nicht weihnachtlich zumute ist, der erlebt am 30. November und 1. Dezember in der Zeit von 16 bis 21 Uhr Weihnachtsatmosphäre in historischer Umgebung des gesamten Zeigerhüttenareals in Olbornhau. Zum nostalgischen Hüttenadvent stehen Weihnachtsbasteln, Stollen- und Kuchenverkauf in der Hütteneinkehr sowie viele kulinarische Leckerbissen und erzgebirgische Spezialitäten, Schauvorführungen der traditionellen erzgebirgischen Handwerkstechniken auf dem Programmplan. Alle Infos können Sie gerne nochmal nachlesen auf www.olbornhau.de. Und damit möchten wir uns auch schon wieder verabschieden für diese Ausgabe von MEF Kompakt. Wenn Sie mehr von Ihrem Mittelerzgebirgsfernsehen sehen möchten, dann schauen Sie da auch mal in die Sendung vom MEF Wochenrückblick rein. Dort sehen Sie nämlich die Geschichten und Berichte aus unserer Region der vergangenen Woche. Tagesaktuell halten wir Sie auf dem Laufenden in unserer Nachrichtensendung Megional. Und alle Sendeformate sehen Sie mehrfach täglich zu den gewohnten Sendezeiten und vollkommen Sendezeiten unabhängig auf YouTube, Facebook und in der Mediathek auf unserer Homepage www.mef-line.de. Damit sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und bis dahin denken Sie bitte immer daran, egal was Sie auch tun, wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß dabei und die Stiefel putzen nicht vergessen, sonst bringt der Nikolaus nichts vorbei. Tschüss. Erznet. TV, Internet und Telefonie aus dem Herzen des Erzgebirges. Einfach, schnell, professionell und persönlich vor Ort. Ihr Kabelanschluss kann mehr mit uns ins Netz der Welt. Und das mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Wir bieten einfache Tarifwechsel, problemlose Anbieterwechsel mit attraktiven Umstiegskonditionen,
und Installationsservice sowie Einrichtungsunterstützung und das alles aus einer Hand. Mit unseren regionalen Ansprechpartnern sind Sie immer bestens beraten. Kommen Sie einfach mal vorbei und überzeugen sich selbst.